Hallo Freunde. Ja, weil wir nicht zum Friseur gehen dürfen, trage ich heute mal Mütze. In dem Falle mal einen Aluhut. Funktioniert übrigens nur mit so einem Bippel oben drauf. Wegen der Strahlung. Jetzt könnt ihr euch denken, ich habe eine richtige Vollmeise, aber ich habe heute lange drüber nachgedacht. Also 2 Minuten. Ob ich die Pressekonferenz unserer Altvorderin oder, naja, also die da gesprochen haben gestern zu Corona und wir bleiben alle zu Hause Thema, ob ich das kommentiere. Und dann habe ich mich durchgerungen, weil ich dachte, ja, mache ich. Die Frau Merkel hat ja da erzählt, dass wir alle kein Medikament haben und keinen Impfstoff und dass wir deswegen alle vorsichtig sein müssen und keiner darf raus bis Ende April, Anfang Mai. Und dann müssen wir mal gucken, was dann kommt. Und solange wir nicht geimpft sind oder kein Medikament haben, geht sowieso wenig. Klar. Verstehe ich. Jetzt habe ich natürlich überlegt, Mensch, ist ja verrückt. Im gleichen Atemzug hat ja dann der Herr Trump, also die amerikanische Regierung in dem Falle, mehr oder weniger gesagt, sie unterstützen die WHO nicht mehr und entziehen denen das Geld. Als Reaktion darauf aus Deutschland ist der Herr Lambsdorff von der FDP nach Brüssel gefahren oder hat er telefoniert oder hat gesagt, na dann machen wir das, wir zahlen das mit. Im Übrigen, wenn man sich das mal überlegt, die WHO kriegt nur 25% von Staaten an Geldern für ihre Arbeit. Der Rest ist, ja, wo kommt das her? Privat, Spenden, ne? Da habe ich mal gelesen, wo kommt denn das Geld her, wenn die nur 25% von Staaten kriegen und die Amerikaner der höchste Anteil ist, dann kriegen die ja ganz wenig nur noch von den Staaten. Wer finanziert den Rest? Und bin ich drauf gekommen, das macht die Melinda und der Bill mit ihrer Stiftung. Ja, die sind so 40 Milliarden schwer, ist eine der größten Stiftungen und die unterstützen das natürlich. Super Typ eigentlich, der Bill. Aber da musste ich mir einen Aluhut aufsetzen bei dem, was ich gelesen habe. Der Bill und seine Melinda, die sind mit ihrer Stiftung nicht nur in Europa unterwegs, sie waren jetzt auch in Asien von 2000 bis 2017. In Indien waren die unterwegs und haben da geholfen, Polio, also Kinderlähmung, zu impfen oder Impfstoffe zu entwickeln. Die Inder fanden das 2017 mit dem Ergebnis dann nicht mehr so schön, dass sie sogar jetzt anfangen zu klagen gegen den Bill. Eine ähnliche Geschichte hat er mit HPV-Impfung in Südafrika gemacht. Die waren auch nicht so zufrieden. Kurz zu den Zahlen. In Indien in dem Zeitraum, er hat glaube von 5 Impfdosen auf 50 Impfdosen bis zum 5. Lebensjahr hochgeschraubt bei den Kindern. Finde ich schon ziemlich heftig. Aber es sind dann halt auch 400, weiß ich nicht, knapp 50.000 Kinder genau an diesem Poliostrang, an Kinderlähmung erkrankt. Bitter. Ja, in Südafrika sind sogar knapp 500 Kinder an den Impfungen gleich gestorben. Also nicht sofort wahrscheinlich, aber sie sind gestorben. Ich glaube, 5000 Geimpfte und 500 Tote. Das ist eine Quote von 10%. Das schafft die Grippe nicht. So, dann habe ich noch ein bisschen weiter gelesen, weil wir machen ja richtig Werbung für neue Impfstoffe und muss ja sein und es gibt ja keine Medikamente. Verstehe ich alles. Ja? Gesundheit geht vor. Nur wer erzählt uns das? Da habe ich drauf geachtet. Zum einen ist das bei uns das Robert-Koch-Institut, geführt durch einen Tierarzt. Und zum anderen sagt das der Herr Spahn als Bankkaufmann und Frau Merkel als Physikerin. Und wenn ich bei Frau Merkel bin, da bin ich auch ganz schnell bei ihrem Lebensgefährten Herrn Sauer, der in der Leopoldina in Österreich arbeitet. Und soll ich euch sagen, RKI und Leopoldina werden von der Melinda und Bill Gates Stiftung unterstützt. Jetzt hat sogar die Bundesregierung noch mal ein neues Programm und eine neue Zusammenarbeit mit Herrn Gates angestrebt, dass der richtig Gas gibt bei Impfstoffen herstellen. Und wenn ich mir überlege, was der Herr Gates vor nicht ganz 3 oder 4 Jahren auf dem Wirtschaftsforum Davos gesagt hat, dass wir alle überbevölkert sind, da muss ich mich jetzt wirklich fragen, jetzt will er uns alle retten? Er hat ja gesagt, 7 Milliarden will er impfen. Impfen. Deswegen habe ich heute den Aluhut auf, weil ich eine leichte Diskrepanz im Verständnis habe dabei, wie kann er denn vor einem kleinen Publikum von Wirtschaftsleuten, also reichen Leuten, ja, sagen, es sind viel zu viele auf der Welt und wir haben ein Problem und wegen Umwelt und dem ganzen anderen Gedöns hier, Fridays for Future, was wir so hatten, bevor Corona kam und Schweinegrippe und Vogelgrippe und ja, also die ganzen verrückten Sachen, die wir so überlebt haben, selbst ein Rinder waren, bei mir bin ich deswegen Aluhut. aber zum Thema zurück,
Wenn der in Indien rausfliegt, wenn er in Südafrika rausfliegt, weil er dort Scheiße gebaut hat mit Kids, und die Amerikaner gesagt haben, wir wollen den Bill nicht mit seiner Impfung und die Zahlen von der WHO sind nicht ganz richtig, wir arbeiten jetzt mit unseren eigenen Zahlen, davon kann man ja halten, was man will. Ja, der Trump macht sowieso, was er will. Manchmal ist das vielleicht sogar besser. Aber die Australier steigen mit aus, die Japaner sind mit ausgestiegen und ein paar andere Länder auch. Das heißt, da sind auf einmal Lenker und Denker am Werk, die dem Institut, das von Bill finanziert wird, das Vertrauen entziehen, ob das wirklich so läuft mit dem Impfstoff. Und wenn man sich überlegt, dass er sich 2017, als unser Bankkaufmann dann Gesundheitsminister wurde, also Jens Spahn, sofort mit ihm getroffen hat und mit ihm besprochen hat, wie man das dann hinkriegen könnte. Und dann redet der Herr Spahn jetzt über eine App, die wir ja alle kriegen sollen. Also wenn wir uns nicht, wenn wir es jetzt nicht freiwillig machen, kriegen wir sie verordnet. Das war zu lesen. Das ist verrückt. Und die Impfung sollen wir auch kriegen, sonst dürfen wir nicht mehr raus. Weil der Bill das alles bezahlt, will der auch sein Geld zurück für die Impfdosen. Ich erinnere noch an die Schweinegrippe. Da wurden ja jede Menge Impfdosen bestellt, übrigens auch der Bill mit verantwortlich dafür. Aber die Bundesregierung hat sich 200.000 extra Impfdosen mit anderen Inhaltsstoffen bestellt. Auch komisch, oder? Sind die was Besseres? Kriegen wir jetzt das von Rudis Resterampe? Ich habe da großes Vertrauen in den Bill, dass er das ordentlich macht. Ja? Alter Schwede, da wird einem der Aluhut selbst zu eng. Ich muss also sagen, letzten Endes war das nichts anderes wie eine QVC-Verkaufsveranstaltung, weil die Kanzlerin, wenn sie es ist, Frau Merkel halt, ja gesagt hat, ohne Impfung geht nichts. Ja? Und wenn wir dann wieder Medikamente haben, dürfen wir alle wieder fein raus. Das ist wie wenn mein Hund schön Sitz macht und wir kriegen dem Leckerli. Ja? Lassen wir uns die Spritze geben, laden wir die App runter, dann dürfen wir wieder auf den Markt. Haben die nicht alle Latten am Zaun? Also, und ich weiß auch, oh, jetzt fliegt mir der Hut weg. Ich weiß auch, es wird den einen oder anderen geben, der mich als Spinner kritisiert. Das mag sein. Ja, es gab mal Leute, die haben gesagt, die Erde ist rund. Jetzt sagen wieder Leute, die Erde ist flach. Aber es hat auch vor 8 Wochen bei ungewöhnlichen Geschichten niemand dran geglaubt, dass man fürs Sitzen auf einer Parkbank auf einmal Bußgeld bezahlen muss. Dass man alte Leute nicht mehr besuchen darf. Und dass dann auf einmal, wenn die zu alt sind, die Beatmung für die keinen Sinn mehr macht und sie Morphine kriegen, damit sie entschlafen. Das nenne ich Einschläfern. Das ist durch die Presse gegangen. Wenn man zwischen den Zeilen lesen kann, im Elsass macht man das. Und ich möchte persönlich nicht, dass alte Leute aufgrund einer Ethikkommission, die dann nur angerufen wird, und einer Richtlinie, die von der Bundesregierung erlassen wird, weil Bill Gates viel Geld gegeben hat für irgendwelche Institutionen, dass dann alte Leute eingeschläfert werden. Übrigens ein Hinweis ist da zu finden, dass die Apotheken mehr oder weniger den Hinweis gekriegt haben, sich mit Morphinen einzudecken. Das ist keine Verschwörungstheorie. Ja? Also, für diejenigen, die mich nur als Spinner bezeichnen, herzlichen Glückwunsch, dann habt ihr mal schön gelacht. Der Dicke hat sich blamiert. Für diejenigen, die ein bisschen hintergucken wollen, fangt an, den Fernseher auszumachen und googelt einfach mal, was der Bill so angestellt hat auf der Welt. Der IT-Techniker vor dem Herrn. Schöner Satz dazu. Er hat es nicht geschafft, ein Betriebssystem virenfrei hinzukriegen, will aber die ganze Menschheit heilen. Obwohl er denkt, dass wir zu viele sind. Naja, in dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend.